Hallo alle zusammen und Hallo! Alle zusammen und nochmal. Hallo alle zusammen und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Und im heutigen Video möchte ich euch diesen Look hier zeigen. Denn so schminke ich mich letzte Zeit sehr oft. Und das geht auch sehr schnell, vor allem wenn man frisch und schön und doch etwas geschminkt aussehen möchte. Das ist ja kein No-Make-up-Make-up-Look. Ich hoffe, dass dieser Look euch gefällt und wenn ihr wissen wollt, wie ich das gemacht habe, welche Produkte ich benutzt habe und so weiter und so fort, dann bleibt am besten dran und viel Spaß. Meine Augenbrauen habe ich eben schon gemacht und falls ihr wissen wollt, wie ich die schminke bzw. welche Produkte ich benutze, dann sagt mir einfach Bescheid unten in den Kommentaren und wir können schon loslegen mit den Augen, mit Augen-Make-up. So, und ich weiß nicht warum, aber ich mache immer zuerst, als allererstes immer, meine Augenbrauen. Dann schminke ich mir meine Augen und dann schminke ich mein Gesicht. Ich weiß nicht warum. Eigentlich sollte man zuerst das Gesicht schminken, dann die Augen und Augenbrauen, ne? Oder andersrum. Es ist natürlich nicht verkehrt, wenn man Smoky Eyes schminkt und zuerst die Augen macht, um diese Fallouts zu vermeiden. Und erst dann kann man schon mit dem Gesicht anfangen. Aber egal, wie ich mich schminke, welche Lidschatten ich benutze und so weiter und so fort, mache ich immer erst meine Augenbrauen, dann die Augen. Okay, ist auch egal. Wir fangen an und ich habe natürlich meinen Primer nicht hier. Den muss ich jetzt holen. Und als allererstes benutze ich Primer von MAC. Das ist eigentlich kein Primer, sondern genauer gesagt Paint Pot von MAC in der Farbe Soft Ochre. Und ich benutze das sehr gerne, denn damit kann man die ganzen Äderchen kaschieren. Ich habe hier sehr, sehr dünne, fast durchsichtige Haut. Und mit dem Soft Ochre klappt es am besten für mich. Dann setze ich meine Base mit dem Laura Mercier Powder. Und somit lassen sich danach die Farben sehr, sehr schön verblenden. Und letzte Zeit benutze ich sehr gerne einfach einen Lidschatten auf mein bewegliches Lid. Und in meinem Fall ist das NYX Lingerie in der Farbe Bronze Mirage. Aber ihr könnt natürlich einen x-beliebigen Lidschatten nennen. Ich will die ganze Zeit nennen sagen, anstatt nehmen. Nehmen. So, und mit meinem Ringfinger nehme ich etwas Produkt von diesem Sponge und tupfe dann das Ganze auf mein bewegliches Lid und verblende auch direkt mit dem Finger. Wichtig ist, dass ihr mit dem Produkt auch schnell arbeitet, denn es trocknet auch sehr schnell. Und wenn es trocken ist, dann könnt ihr den Lidschatten gar nicht mehr verblenden. Dann bleibt es auf der Stelle, wo ihr das aufgetragen habt. Und ihr könnt natürlich die Farbe auch aufbauen, wenn die erste Schicht trocken ist. Und der verrutscht auch nicht in die Lidfalte oder so. Das ist sehr, sehr wichtig. Und jetzt nehme ich diese Palette hier. Die ist von Zu Eva und heißt Nude Spectrum. Und ich nehme dann diese Farbe hier so und trage die in der Lidfalte auf. Und somit verblende ich auch etwas den goldenen Lidschatten. Und ich trage danach auch diesen matten Lidschatten auch auf meinem unteren Lid. Dann benutze ich diese Farbe hier als Highlighter in meinem inneren Augenwinkel und unter der Augenbraue. Und was ich noch gerne mache, ich ziehe dann diese Farbe auch auf mein unteres Augenlid und ziehe die bis zur Hälfte.
ungefähr oder ein Drittel. Und letzte Zeit ziehe ich mir keinen Lidstrich, denn das dauert schon etwas länger für mich und wenn ich was ganz Schnelles machen muss, dann lasse ich das aus. Aber ich benutze trotzdem den Eyeliner und zwar für meine obere Wasserlinie. Das mache ich immer, habe ich schon immer gemacht. Seit 1000 Jahren mache ich mir das schon. Und danach, wenn ihr die Wimpern tuscht, wirken die Wimpern dann optisch etwas dichter. Jetzt tusche ich nur, ich tusche jetzt nur noch meine Wimpern und ich benutze die Clinique Chubby Lash Mascara und ich liebe die. Die ist so toll und die ist schon fast alle bei mir. Muss ich mir auf jeden Fall nochmal nachkaufen. Und auch bei Instagram bekomme ich sehr, sehr viele Komplimente, wenn ich diese Mascara benutze. Und mich fragen alle danach, welche Wimperndusche ich benutzt habe. So, und das war's auch schon, was Augen betrifft. Und jetzt kommen wir langsam schon zum Gesicht. Und dafür als allererstes, meine ich, benutze ich einen Primer. Benutze ich fast immer. Oder besser gesagt immer. Und heute benutze ich und die letzte Zeit auch einen Primer von Tom Ford. Der ist natürlich nicht der günstigste auf dem Markt, ne? Ich glaube sogar mit Abstand einer der teuersten. Aber der ist so gut. Richtig gut. Und falls ihr trockene Haut habt, dann ist er für euch bestimmt. Er macht diesen natürlichen, aber auch sehr schönen Glow. Und ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt jetzt in der Kamera, aber die Haut strahlt einfach jetzt mit dem Primer. Und die ist natürlich jetzt auch etwas gerötet durchs Reiben und so weiter. Aber es sieht prima aus, finde ich. Und als Foundation benutze ich dieses Cushion hier. Das ist von L'Oreal und heißt Nude Magique Cushion. Ich habe das schon mal gezeigt, aber ich glaube, das gibt es jetzt nicht mehr zu kaufen, zumindest in der Drogerie nicht. Und ich habe mir dieses Cushion nachgekauft und zwar, ich habe es bei Amazon gefunden. Und ich benutze jetzt die Farbe 01, das ist die allerhellste, glaube ich, Farbe und die passt mir momentan sehr, sehr gut, weil ich auch sehr hell bin. Ich kann euch natürlich auch die Farben und die ganzen Sachen, die ich hier benutze, in der Infobox aufschreiben und verlinken, falls ich etwas online finde. Und ich muss sagen, dieses Cushion kostet bei Amazon sogar etwas weniger, als es mal im Laden gekostet hat. Ich trage eigentlich gar nicht viel auf und ich fange immer von der Mitte des Gesichts und verblende das bis nach außen hin. Und dafür benutze ich eigentlich keinen Schwamm. Am Anfang habe ich das schon benutzt, aber jetzt mittlerweile gefällt es mir nicht so gut, damit zu arbeiten. Deswegen nehme ich mir immer diesen Pinsel hier und der ist von Real Techniques. Davon habe ich auch schon ein Liedchen gesungen. Und so sieht man schon natürlich viel frischer aus, aber nicht ganz frisch, denn wir haben noch keinen Concealer benutzt. Und ich benutze momentan auch den Concealer von Catrice in der Farbe 010 Porzellan und trage dann einfach hier ein bisschen auf, dann hier, 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 um meine Rötungen zu kaschieren und etwas hier und den Rest auch hier, so. Und verblende es dann mit dem Pinsel von Zoeva. Und das ist die 117 Petite Defined Buffer. Und der ist einfach perfekt geeignet zum Concealer verblenden, finde ich. Benutze ich immer, immer einfach mit tupfenden Bewegungen. Und ich bilde dann dieses Dreieck. Tupfe ein bisschen hier. Bisschen hier, gehe ein bisschen nach unten und so lässt sich alles ganz gut verblenden. Und um das Ganze zu setten, nehme ich wieder mein Laura Mercier Powder und mit dem Pinsel von Real Techniques gehe ich etwas hier
unter meinen Augen. Also ich setze eigentlich nur meinen Concealer, ne? Unter den Augen und die T-Zone. Ich mache nie dieses Baking. Ich habe das ausprobiert, aber das ist wirklich nicht meins. Ich finde, dadurch wird die Haut so trocken und sieht so faltig aus. Zumindest sieht das bei mir so aus. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, lass es einfach sein. Und ich benutze deswegen nur etwas Puder, um das Ganze zu setten. Jetzt nehme ich noch etwas Bronzer und wärme somit mein Gesicht auf. Denn, das habe ich schon mal gesagt, ohne Bronzer und ohne Highlighter gehe ich fast nie aus dem Haus. Und wenn man schon so blass aussieht, dann ist es nicht verkehrt, ne? Und das ist der Bronzer von Max Factor, habe ich auch schon euch gezeigt in meinem Drogerie-Haul. Ich kann euch das Video auch verlinken, wenn ihr wollt, hier oben, oder ihr könnt in der Infobox nachschauen. So, und ein Highlighter, der ist bei mir von Smashbox, und zwar, das ist diese Palette hier, die heißt Spotlight Palette Pearl, und ich benutze sehr gerne diesen Highlighter hier in der Mitte. Jetzt fehlt uns nur noch der Lippenstift, und das ist der von Maybelline und heißt Matte. Nee, der ist einfach matt. Der heißt nicht matt. Ach, Vika. Das ist die Nummer 983 und heißt Beige Babe. Und ich finde, von der Farbe her ist es ein Dupe zum Hanila von MAC. Müsst ihr euch unbedingt anschauen. Und das war's eigentlich schon von mir. Das ist jetzt mein fertiger Look. Und der geht eigentlich ganz schnell. Wenn ich jetzt hier nicht labern würde, dann würde das ganz schnell gehen. Und so schminke ich mich letzte Zeit sehr oft, wenn ich aus dem Haus gehe. Und ich hoffe, dass dieser Look euch heute gefallen hat. Und ich hoffe, dass wir uns in meinem nächsten Video wiedersehen. Danke fürs Zuschauen und ciao!